Jetzt hat das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin da schon, wenn ich mir diese Debatte so angucke, angehört habe, schon ein Stück weit enttäuscht davon, wie die Vertreterinnen und Vertreter, insbesondere von CDU, CSU und FDP, hier argumentiert haben. Die SPD hat einen Antrag vorgelegt zur Verbesserung des Schüler-BAföGs. Und Sie haben spontan auf Abwehr geschaltet, anstatt sich überhaupt mit der Argumentation mal ernsthaft auseinanderzusetzen, auch von uns mal was zu hören. Bauen Sie Barrikaden, Blockaden auf. Ich bitte Sie herzlich, in der weiteren parlamentarischen Beratung sich dann ein Stück weit zu öffnen. Der nationale Bildungsbericht, der ja kürzlich erst veröffentlicht wurde, der bestätigt uns, Bildung hängt weiterhin sehr stark von der sozialen Herkunft ab. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, im Bildungsbericht, gibt es, ich glaube auf Seite 293, wenn ich mich recht entsinne, eine kleine, aber sehr ausdrucksstarke Grafik, die macht deutlich, dass 77% der Akademikerkinder den Weg zu den Hochschulen finden. Aber nur 13% der Kinder von Eltern mit Hauptschulabschluss studieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieses Ungleichgewicht, das kommt doch nicht daher, dass die Kinder von Hauptschülern etwa dümmer sind, sondern sie bekommen weniger Unterstützung, weniger Förderung. Und da müssen wir ansetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, mit dem nationalen Bildungsbericht umzugehen. Die erste ist, man nimmt ihn ernst und versucht, politische Antworten darauf zu finden, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da formuliert haben. Die zweite Variante ist, man kann ihn ignorieren. Die CSU, die Bayerische Staatsregierung, hat eine dritte Variante erfunden. Sie hat die Autoren des Bildungsberichtes beschimpft und will ihnen den Mund verbieten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist eine Form der Wissenschaftsfeindlichkeit, die machen wir nicht mit, die akzeptieren wir nicht. Sie sind ja schließlich nicht beim Papst im 17. Jahrhundert, auch wenn der Herr Seehofer das vielleicht gerne hätte. Uns macht das Sorgen, was im Bildungsbericht steht. Wir nehmen Ungerechtigkeit und Chancenungleichheit im Bildungswesen nicht hin. Wir wollen Antworten finden. Und deswegen wollen wir eben auch dazu beitragen, dass der Zugang zum Abitur nicht am Geldbeutel scheitert. Wir schlagen deswegen vor, dass das Schüler-BAföG verbessert wird, gezahlt wird auch für diejenigen, die zu Hause leben. Und Herr Meinhardt und andere, die das gesagt haben, das löst natürlich nicht jedes Problem. Na, selbstverständlich nicht. Welche einzelne Maßnahme könnte das schon von sich behaupten? Und Kollege Gehring, natürlich wollen wir auch die Schule als Institution stärken, aber die Verbesserung des Schüler-BAföGs wäre doch ein wichtiger Baustein zur Unterstützung derjenigen, denen es finanziell nicht gut geht und die sich vielleicht zu Hause rechtfertigen müssen dafür, warum sie denn weiter auf die Schule gehen wollen, anstatt jetzt Geld nach Hause zu bringen und eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten. Wir wollen bedarfsabhängig bis zu 216 Euro monatlich fördern als Vollzuschuss. Nach KMK-Schätzung könnten davon etwa 183.000 Schülerinnen und Schüler profitieren. Das würde dann insgesamt in der Spitze Ausgaben von jährlich 300 Millionen Euro bedeuten. Das ist viel Geld. Aber es ist gut in Bildung investiert. Und ganz im Gegensatz zu dem geplanten Betreuungsgeld, Herr Hahn, das ist genau der Unterschied. Wir unterstützen die Bildung im Gegensatz zu Ihnen, Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Hahn, dass Sie hier ernsthaft das Finanzargument hier gegen das Schüler-BAföG ins Feld geführt haben, also das finde ich schon einigermaßen dreist. Das hat mich irgendwie fast vom Stuhl hier gehauen. Ich will das mal so formulieren. Solange Sie in der Koalition auch nur darüber nachdenken, das Betreuungsgeld einzuführen, das über 1 Milliarde, ja bis zu 2 Milliarden Euro kosten würde, solange Sie darüber diskutieren, haben Sie jedes Recht verwirkt, hier das Finanzargument gegen Bildungsförderung ins Feld zu führen. Das BAföG ist das zentrale Instrument der Bildungsförderung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss weiterentwickelt werden. Dafür setzen wir uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
engagiert ein. Das haben wir unter Rot-Grün auch gemacht. Nachdem in der Kohl-Ära das BAföG in Schutt und Asche gelegt wurde, haben wir es erst wieder aufgebaut. Und auch in der Großen Koalition mussten wir, Frau Schawan, ja ordentlich schieben und treiben, damit überhaupt etwas passiert. Sie wollte das BAföG ja eigentlich auch abschaffen. Wir setzen darauf, das ist ja jetzt hier die erste Lesung, wir setzen darauf, dass wir in der weiteren Beratung im Ausschuss, auch unter Einbezug von Sachverständigen, dass wir da vielleicht eine Öffnung bei Ihnen bekommen und dass das gute Argument dann Sie auch überzeugt. Herzlichen Dank.